Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. So, was haben wir denn beim letzten Mal gemacht? Wir haben die Dromedare, hierher gepackt, ne? Wer ist denn jetzt hier unglücklich? Mir ist so kalt. Ah, die brauchen ein Heizgerät. Dann machen wir da mal ein Heizgerät rein in dieses Gehege. Oje, das kriegen wir gar nicht. Wir können das bei den Zebras hier reinstellen, weil denen ist mit Sicherheit auch so kalt. Flop, flop, jetzt geht das alles weg, ne? Ja, okay, das war auch auf jeden Fall kalt. Dann jetzt hier noch ein Heizgerät. Wo haben wir noch eins da? Das nämlich hierhin machen. Man sollte das eigentlich fast alles abdecken. So, dann geht's dem besser. Was ist hier los? Zu viele Artgenossen. Inwiefern. Oh, da wieder viele, viele Eier. Mm. Dann wollen wir die mal verkaufen. Was ist hier mit dem Kleinen schon wieder? Auch zu viele Artgenossen. Den würde ich jetzt mal eben verkaufen. Hatten wir nicht zwei kleine? Ja, da. Okay. So, dann nehmen wir ein paar Eier raus. Oh, da kriegt man auch 4000 für. Also ist das egal. Dann können wir auch ruhig Eier verkaufen. Und wenn ich jetzt bei den Krokodilen sage, wie heißt ihr denn noch? Nilkrokodil, ne? Wenn ich jetzt dort Huch, scrollen geht nicht. Da, Nilkrokodil anklicke und sage, alle Kleintiere, na, Jungtiere, dann sind die alle weg, die Eier. Aber das eine Jungtier hier haben sie auch mit weg. Ja, okay. Gut. Also so kann man dann zumindest mal alle Eier wegmachen. Da können nicht mehr zu viele Artgenossen in der Nähe sein, denn da ist doch gar keiner mehr. Nur noch einer. Okay, Ei. Trächtig. Okay, alles klar. Hier sollte eigentlich auch alles im grünen Bereich sein. Riesenpanda werden halt wieder gerne in den Bergen, aber sonst ist da alles soweit okay. Was haben denn die hier? Gibt's hier nichts zu trinken? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, die Straußen schlüpfen. Der ist hier direkt am Getränkeautomaten, hängt der fest. Oder hing der fest, jetzt ist er weg. Oh. Na gut, okay. So, dann gucken wir jetzt mal bei den Straußen. Den Eisbären geht's gut. Ja, das sind ganz viele kleine, alles gut. Pinguin ist auch erstmal gut. Strauß, ah, oh, Straußenbabys, hallo. Ah, wie cool. Die können auch bleiben. Da scheint noch alles okay zu sein. Was ist hier los? Ich will über ein Hindernis springen. Ihr seid auch frisch geboren, ne? Oder? Ja, also die haben eigentlich alles, was sie so brauchen. Gut. Okay, dann können wir uns eigentlich um ein neues Gehege kümmern. Oh, die Kraken schlüpfen. Oh, oh. Ja. So, wie heißt ihr noch? Einfach nur Krake? Ja. Da verkaufen wir jetzt auch mal die Jungtiere. Das ist ja... ist ja viel hier. Gut, okay. Wir haben jetzt auch schon ordentlich Geld. Mir geht's prima, aber da ist doch... ach, da. Mehr Fisch, bitte. Da ist Fisch. Da hast du Fisch. Wer ist das? Oh, ich bin so erschöpft. Warum schwimmst du da auch rum? Rochen brauchen wir eigentlich auch noch nicht verkaufen. Das ist okay.
Muss ich hier eigentlich die Meeresdinger irgendwann ersetzen oder bleiben die so? Man kann da ja vielleicht nochmal ein paar Korallen mit reinmachen. Auf Nummer sicher gehen hier. Nicht, dass die zu wenig Zeug haben irgendwann. Das hier, ach genau, das waren die da. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall genug. Ja, mehr Fisch ist doch da, da ist alles gut. Und was ist hier? Euch gefällt das Wetter wahrscheinlich gerade nicht, ne? Das Wetter gefällt mir nicht, ja. Das ist jetzt gerade ein bisschen müßig, nach den Tieren zu gucken, wenn das Wetter so blöd ist. So, okay. Nächstes Gehege, nächste Tierart. Was machen wir? Was nehmen wir rein? Wir können jetzt erstmal hier diese Ecke voll machen, würde ich sagen. Was nehmen wir? Ich habe keine Ahnung. Wir haben jetzt da Zebras, Dromedare, altdeutscher Hütehund. Nee. Ein Elch. Giraffen. Hey, Giraffen wäre doch genau das Richtige hier hinten rein. So, Flachland, Bodenhärte 50 bis 60. Herdengröße 3. Okay, alles klar. So, dann nehmen wir doch einfach Zebra. Nein, ach, Giraffen, keine Zebras. Die können wir eigentlich hier schön reinmachen, obwohl da ist jetzt ein Berg im Gehege. Das ist Mist. Ich glaube, da werden die meckern. Dann machen wir das doch einfach nur bis hier. Also wir ziehen den Weg schon so durch hier. Aber wir machen das Gehege nur bis hier. Da reicht auch so ein Zaun bei Giraffen. Ach, da kommen wir auch nicht mit dem Zaun durch hier. Das finde ich ein bisschen sehr ärgerlich, dass diese Karten nicht so hundertprozentig in Ordnung sind. So, jetzt machen wir hier erstmal noch mal ein bisschen platt. Gucken wir mal. Uns das ein bisschen was bringt. Dann können wir nämlich hier hinten, hier bei dem Berg. Können wir dann nämlich schön nochmal Buden hinstellen. So, okay. Also ich denke, sollte jetzt platt sein, noch platter geht dann wahrscheinlich nicht. So. Dann machen wir bis hierher, machen hier einen Schlenker rein. So, aber anders geht's ja nicht. Das ist echt ein bisschen ärgerlich. So, und dann gehen wir hier an dem Ding vorbei. Und dann einfach hier, zack, verbinden. Genau. So, jetzt sollten wir mal eben nach den Katzen gucken. Wo seid ihr denn? Hä? Ach, hier, ja. Ihr seid so mega viele auch wieder, ne? So, alle Jungtiere wieder verkaufen. Sehr schön. So. Dromedare. Können wir da auch Savanne nehmen? Ja, können wir. Das ist schön. Können wir nämlich thematisch dann doch bei einem Ding erstmal bleiben hier. So. Dann gucken wir mal, dass wir schon mal eine Giraffe reinpacken. Wir sehen, was die so brauchen. 1, 2 Mädels und ein Kerl. Das sieht total klein aus, ne? Das sieht irgendwie. Was macht die? Was machen die denn? Das sieht irgendwie klein aus. Moment, ich muss mal eben schnell was checken. Haben wir noch andere Tiere, die da reinpassen würden?
Das ist mir zu klein. Flamingos. Küste ist klar, die brauchen Dings, Meeresfrüchte. Flamingos. Pelikan. Mal eben schnell schauen. Ein Bongo. Ein Bongo wäre doch... Die müssten doch eigentlich da in dieses Gehege gut reinpassen. Aber Bodenhärte 25 bis 50. Das müssen wir dann einfach ändern. So. Jetzt brauchen wir erstmal Grünfutter da drin. Ist egal, was wir da an Tierchen drin haben. Jetzt brauchen wir erstmal Futter. Und Wasser. Bitteschön. Gut, dann nehmen wir hier den Zaun und machen hier dann das Giraffen. Ich würde hier aber den Weg noch mal breiter machen. So. Mal hier lang. Und dann gehen wir hier lang. So. Das ist jetzt schwierig hier. Da. So. Dann darüber. Das ist ein bisschen schief, oder? So ist das okay. Denke ich, das passt schon. Was ist denn da los? Was ist da los? Ich fühle mich bedroht. Ja, ich nehme sie ja schon raus. Ich würde mich auch bedroht fühlen von so Riesen, ey. So, jetzt erstmal hier Futter rein, damit die nicht... Damit hier nichts passiert. So, okay. Pflegertor. Pflegertor. Ein Pflegertor. Hier ein Pflegertor. Okay. So, was braucht ihr? Bitte gib mir einen weicheren Boden. Das war bis 50, ne? Genau. Was haben wir denn hier? 55. Erde hart, Sand. 25, 20. Von bis... Ich muss mal eben schnell schauen. Von 25. Also die könnten auch Gras nehmen. Das wäre also für die auch völlig in Ordnung. Dann machen wir hier doch Gras hin. Gras. So. Und ihr braucht was noch? Mir ist so kalt. Ja, ein Heizgerät bekommt ihr dann auch. Heizgerät. Eins. Und ich muss noch eins rein. Das reicht nicht. Zwei. So, was ist mit euch? Früchte, Boden. Mhm. So, denen geht's jetzt prima. Das ist schon mal gut. Die brauchen aber noch Mineralien. Wahrscheinlich noch was, wo sie drüber springen können und so weiter. Aber die sind jetzt erstmal zufrieden. Jetzt gucken wir erstmal nach den Schildkröten, hätte ich jetzt bald gesagt, Giraffen. Und machen den hier mal erstmal einen vernünftigen Boden rein. Dass das passt hier. Dass denen erstmal halbwegs gut geht. So, okay. Ich bin so durstig, mir ist so kalt. Durstig gibt's da. Aber wir können hier auch nochmal was in die Mitte stellen. Und hier am Pflegertor würde ich auch einfach nochmal Wasser hinstellen. Und nochmal eine Box Grünes. So, ich denke, dann haben die auf jeden Fall genug. Früchte
Früchte, das ist Gemüse. Hier haben wir Früchte, bitteschön. Und die stellen wir hier auch noch neben. Kalt war es noch, ne? Dann hier auch nochmal ein Heizgerät rein. Da kann es ja nicht so kalt sein, weil da ist ja schon ein Heizgerät. Also zumindest eine kleine Ecke ist da schon beheizt. Oh je, wie schief ich das hier wieder gemacht habe, ne? Mit dem Zaun. Total schlimm. Mega schief. Okay, hier muss auf jeden Fall noch ein Heizgerät hin. Weil das reicht nicht ganz. Das deckt dann doch nicht alles ab. Oh, wie schrecklich. Wie schrecklich schief. Also wir müssten theoretisch von da hinten hier zum Wasser rüber. Okay, wir probieren das mal aus. Das hier ein wenig gerader zu machen. Oh Mann. So, jetzt sollte das gerader sein. Sehr schön. Okay. Trotzdem kommt da noch das Futter eben hin. Wasser haben wir. So, und Früchte waren das, genau. So, braucht ihr noch irgendwas? Ich möchte Früchte essen. Ja, dann esst doch Früchte. Ich möchte Früchte essen. Und vielleicht sollten wir hier auch noch ein Früchte. Teller nebenstellen. So. Okay. Dann würde ich jetzt erstmal den Part beenden und im nächsten gucken wir dann, dass wir die beiden Gehege noch ordentlich eingerichtet kriegen und hier dann noch die Buden hinmachen. Also, bis denn. Ciao, ciao.